Ja, willkommen zurück zu Soul Blazer für das Super Nintendo und es geht jetzt hier weiter. Ich habe ja gesagt, ich möchte in diesem Part in die Träume von Lisa eindringen. Und das können wir mit dem Traumstab machen. Muss ich erstmal ausrüsten. Ist der Traumstab. Traumstab, ein seltsam aussehender Stab, mit dem du in Träume schauen kannst. Oha, dann wollen wir mal gucken, was sie so Perverses träumt. Nein. Okay. Wie mache ich das jetzt? Final legt den Traumstab auf den Kopf des Mädchens. Oh, die Musik ist so genial. So traurig irgendwie auch, aber irgendwie auch so... Ja, mystisch irgendwie. Eine traurige Stimme erklingt von irgendwoher. Lisa, du musst alles, was du weißt, der Person vor dir erzählen. Sie wird außerdem auch meinen Farbpinsel benötigen, um weiterzukommen. Papa, bist du es? Wo bist du, Papa? Ich vermisse dich so sehr. Es kam keine Antwort. Eine Sache ist auch, sagen wir mal, elementar an den Soul Blazer-Spielen. Also, wie gesagt, es ist eine inoffizielle Reihe. Die haben nichts miteinander zu tun. Also, weder Soul Blazer, noch Illusion of Time, noch Terranigma. Aber eines haben sie gemeinsam. Emotionale Momente. Und das ist ein solcher. Wer bist du? Was tue ich hier? Und in diesem Traum habe ich nun einen Schalter drücken können, also eine Monsterhöhle zerstören können, wodurch sich jetzt ein Zugang geöffnet hat. Das heißt, ich musste sogar rausgehen, um in dem unterirdischen Schloss weiterzukommen. Huch, wer bist du? Verschwinde aus meinem Haus! Ja, ich gehe ja schon. Warte, es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Komm bitte zurück und höre dir meine Geschichte an. Ich hatte einen sehr seltsamen Traum. Es ging um meinen Vater und jemanden, der wie du aussah. Mein Vater trug mir auf, dir diesen Pinsel zu geben und dir alles zu erzählen, was ich weiß. Dieser Pinsel ist alles, was mir von meinem Vater blieb. Ich habe ihn hier irgendwo versteckt. Wenn du mir diesen Pinsel bringst, werde ich dir alles erzählen, was ich weiß. Ich dachte, du willst mir jetzt alles erzählen, was du weißt. Na gut. Den Pinsel bekomme ich wahrscheinlich erst... Ja, indem ich eine Monsterhöhle zerstört habe. Ja, ich denke mal, in diesem Part werden wir dieses unterirdische Schloss abschließen. Ach, jetzt haben sich hier Mauern gebaut. Ach, dank des Architekten, den wir im letzten Part auch noch befreit haben. Ja, um mit ihm und der Tulpe zu sprechen, müssen wir einen Efeu erscheinen lassen. Gut, dann geht's jetzt hier weiter. Ich schätze mal, dass wir das in diesem Part hier abschließen werden, hier. Also jetzt nicht Grass Valley, also das ganze Grass Valley, sondern... Oder Green Valley? Green Valley oder Grass Valley? Was ich jetzt sehe. Eins von beiden. Und... Wie geht's weiter? Also, aber dieses unterirdische Schloss. Danach gibt's ja noch ein Dungeon. Also ein richtiger Dungeon kommt dann ja noch. So, kann ich jetzt hier... Ja. Kommt zur Schatzkiste. Und da ist bestimmt der Pinsel drin, ne? Fein erhielt Leos Pinsel. Ja. Das wollen wir erstmal hier weit. Ah, hier sind auch noch Gegner. Okay. Oh, hat er noch gewartet, bis ich da hinkomme. Fein befreit einen alten Mann. In einem Haus. Ah, mit... Ah, jetzt ist die... Ja, diese Warp-Punkt, sage ich jetzt mal. Ist jetzt auch umzäunt. Ja, interessant. Warte mal. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ich muss erstmal hier entlang. Genau, dann kommen hier diese Feuer... Gegner. Okay. Also ein paar extra Erfahrungspunkte. Das ist immer ganz gut. Oh, lame. Da
Das hätte nur nicht sein müssen, dass du dich treffen lässt. Fließbänder. Ich gehe erstmal hier geradeaus so weiter hier. So. Oh, zwei Monsterhöhlen. Oh, mit diesen beiden Gegnerarten. Aber hier stehe ich ja sicher. Kriege ich die Juwelen nicht. Das sind auch nicht ganz so schlimm. Aber hier bin ich einfach sicher, dass... Oh, das will ich aber haben, seine Juwelen hier, das dicke. Was? Wie viele kommen denn da bitte raus? So, erstmal hier. Ah, Efeu. Dann kann ich auch mit der Tulpe und mit dem alten Mann reden. So, und was ist hier? Hä? Feine befreite Kind des Besitzers. Ach so! Ah, ja, ich weiß, was das Kind, ja, was mit dem Kind auf sich hat. So, jetzt wollen wir auch nochmal in diese Richtung gehen hier. Oh Gott, ernsthaft? Warte mal, oben war nichts, ne? Da, ja, okay, dann geht's hier jetzt hin und hier runter. Hui. Boah, ja. So, ach ja, man kann ja auch noch sehen, wie viele Monsterhöhlen noch übrig sind. Vier Monsterhöhlen müssen wir noch zerstören. So, hier kann man jetzt so... Ich glaube, das ist die bessere Methode, oder? So. Kann man auch machen, ne? Die Monster so besiegen. Und so wird man auch nicht getroffen, wenn man, wenn man nach hinten geht. Ach, jetzt kommen hier noch welche. Okay. Oh, die können durch die Wände schießen, die Gargoyles hier. Da muss ich auch aufpassen. Oh, Feuer hier auch noch. Leute. Feinde befreite eine Tulpe. Das ist dort. Ich glaube, ich weiß, wo das ist, oder? Weiß ich. Das, keine Ahnung. So, dann müssten jetzt noch zwei Monsterhöhlen übrig sein. Naja, da unten schon mal eine und hier auch, ja. Oh! Oh, das ist mies! Wie ist ein Kackfeuer da? So, hier sind wir sicherer. Oh, das ist eine Abkürzung, ne? Abkürzung, wie wir wieder zurückkommen, genau. Ah, das ist gut, dass sie auch immer so Abkürzungen freischalten hier. Diese Monsterhöhlen. Hä, wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Oh, hier ist auch noch Feuer. Alter! Es ist anstrengend hier. So. Etwas Feuer besiegen. Mann! Hätte er nicht schon ein bisschen schneller das besiegen können? Hier bin ich doch sicher. Okay. Was befreie ich jetzt? Der hat noch eine Ziege irgendwie, ne? War das nicht so? Befreie einen alten Mann. Nee. Es gibt ja noch diesen Dungeon und da... Du hörst den Schrei eines Mannes aus dem Haus. Ah, ein Geist, ein Geist! Das ist der Geist, den ich nicht rief. Das ist ein Insider. Oh nein! Die Feuerviecher sind wieder da. Ich wollte mich gerade mal so schön ausruhen. Nee, also, was wollte ich noch sagen jetzt hier? Jetzt... Achso, wir haben da jetzt natürlich noch nicht alles in Grass Valley oder Green Valley oder wie das da heißt, befreit, denn der Dungeon, der noch kommt,
der zählt auch mit, noch mit dazu. Und da gibt es auch Monsterhöhlen. So, wir haben jetzt alle Monsterhöhlen. Ja, übrig sind da keine. Du befindest dich im Zentrum des unterirdischen Schlosses. Du wirst auf einige Monster treffen, welche nicht mit diesem Schwert vernichtet werden können. Du wirst diese Monster jedoch mit dem richtigen Schwert beseitigen können. Ja. Nach Grass Valley, genau, Grass Valley. Ich glaube, Green Valley gibt's ja auch noch, ne? Hallo, ich will ja wieder zurückkehren. Oh, jetzt sappelt die ganze Zeit hier, Mann. Ja, es gibt... Und deswegen muss ich hier... Oder was heißt hier? Also nach Grass Valley irgendwann nochmal zurück. Weil es Monster gibt, die ich... Ja, nur mit einem bestimmten Schwert besiegen kann. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. In diesem Gebiet habe ich auch alle, ne? Ja. So, Monster sind übrig, null. So. So, jetzt kann ich erstmal hier mit den ganzen Leuten, die ich befreit habe, mal reden. Der Traumstab, den du besitzt, ist ein magischer Stab, durch welchen du in die Träume anderer Leute schauen kannst. Benutze diesen Stab, wenn du mit jemandem sprechen möchtest, der schläft. Ja, das habe ich ja schon gemacht. Mit Nisa. Hey, du siehst so aus, als würdest du den Krabbenlauf beherrschen. Versuch's mal. Du weißt nicht wie, drücke einfach während des Laufens die L- oder R-Taste. Also das hier, ne? Gewissermaßen. Das macht eigentlich nur dann Sinn, wenn wir in einem Action-Gebiet sind. Also hier so macht das keinen Sinn hier, ne? Wenn wir in einem Action-Gebiet sind, habe ich ja eben auch schon gezeigt. So, hier ist der alte Mann, ne? Oder? War das... Hier ist also noch so ein alter Mann... Nachdem ich meine Frau an den Folgen einer Krankheit verloren habe, fiel mir eine Ziege auf, die sich am Haus aufhielt. Ich war so einsam, dass ich mich dazu entschloss, sie zu behalten. Naja, vielleicht ist diese Ziege die Wiedergeburt der Frau. Also übrigens, das ist auch so eine Sache. In der Soulblazer-Reihe, also jetzt hier in diesem Soulblazer-Spiel, in Illusion of Time und Terranigma, da wird sehr häufig auch diese, ja sagen wir mal, diese buddhistische bzw. brahmanistische Religion zum Einsatz kommen, in der Wiedergeburt ein großes Thema ist. Das heißt, wenn ein Mensch oder überhaupt ein Lebewesen stirbt, wird es wiedergeboren. Daran, ja das kommt sehr häufig hier auch vor. So als, hallo? Ich wollte doch nur meine Energie auffrischen. Mehr wollte ich hier doch nicht. So, dann wollen wir hier mal Tierfutter holen. Ich helfe meiner Mutter. Möchtest du vielleicht etwas Ziegenfutter kaufen? Möchtest du wissen, wie viel es kostet? Nun, wie wäre es mit 1.000.000 Mark? Zuzüglich Steuern. Mark haben wir doch gar nicht mehr. Ich weiß, zu der Zeit hatten wir noch die D-Mark, aber... Ja, nein, möchte ich nicht. Teddy! Es tut mir leid, ich werde es dir umsonst geben. Final erhielt eine Tüte Ziegenfutter. So, und damit kann ich jetzt die Ziege füttern. Wow, ne? Was, für ein, ja, für eine Überraschung. Oh, du hast Futter aus dem Zubehörladen. Ich werde dir ein Geheimnis erzählen, wenn du mir etwas davon gibst. Ja. Danke, jetzt erzähle ich dir mein Geheimnis. Wenn du in ein Bild gelangen willst, dann musst du nur einen Gegenstand benutzen, der einmal dem Maler gehört hat und mit ihm das Bild berühren. Nun, ich habe noch andere Dinge zu erledigen. Bis später. Okay, wo läufst du denn jetzt hin? Ich weiß nicht, ob ich dieser Ziege folgen soll. Ich weiß gar nicht mehr, ob das... Ja, ich mache es einfach mal. Ich habe ja noch Zeit in diesem Part. Allzu viel wird hier auch nicht mehr geschehen. Mit Lisa werden wir auch noch sprechen. Und da war ja noch so ein alter Mann, der einen Geist gesehen hat. Hey, gib mir mal Futter. Ich nehme noch mal ein bisschen Ziegenfutter. Ja, ja, ja. Immer dasselbe hier. Wird er keine 1.000.000 Mark geben? Vor allem, weil ich keine Mark habe. Ich habe keine müde Mark hier. Weil man hier keine Währung in diesem Spiel hat. Also Geld hat man hier nicht bekommen. Also in diesem Spiel ist Geld wohl nicht so wichtig. So, ja, was ist denn jetzt hier? Wo war denn noch diese eine Tulpe?
War die nicht hier irgendwo? Nee, die... Hä? Oder war das die Tulpe, die ich erst später erreichen kann? Das kann auch gut sein. Ich gehe mal die Leiter nach oben. Hä? Ach, hier war das Haus. Ach so, moin. Ah, hier ist die Tulpe. Du erinnerst dich an dieses Traum, oder? Bist du schon an den Ort zurückgekehrt? Dinge könnten sich verändert haben und nun anders aussehen. Ja, da war ich schon. Ich habe auch schon alles mitgenommen. Und, hallo, was rennst du denn hier rum? Dies wurde von Dr. Leo gemalt. Auf einmal erschien ein seltsames Gesicht. Es ist schrecklich. Hä? Was wurde von Dr. Leo? Ach, das Bild hier, ne? Ah ja, dafür brauche ich auch den Pinsel. Und dann kann man in den Dungeon hineingehen. Aber dazu muss ich erstmal, glaube ich, mit dieser gesprochen haben. Also nochmal mit dieser reden hier. Oh, du hast den Pinsel meines Vaters gefunden. Ich werde dir alles erzählen. Oh, du hast den Pinsel gefunden. Hä? Nochmal? Oh, du hast den Pinsel gefunden? Naja. Ich werde dir nun alles erzählen, was ich weiß. Wirklich alles? Von deiner Geburt an? Über die trigonometrischen Gesetze und, ja, alles, was es in deinem Gehirn gibt, oder was? Nein, alles, was sie weiß über Dr. Leo wahrscheinlich, ne? Eines Tages kam ich vom Einkaufen zurück und fand einen Zettel. Lisa hat den Zettel hervorgeholt und angefangen zu lesen. Lisa, ich werde dich eine Weile nicht sehen können. Falls du irgendwelche Probleme hast, sprich mit dem Bürgermeister. Gib auf deine Freunde Turbo den Hund, Lou den Delfin, Nome die Schnecke und Marie die Puppe acht. Ja, diese... Ja, Personen, sag ich jetzt mal. Die hier benannt sind. Die kommen alle noch vor in diesem Spiel, tatsächlich. Also, was war das hier? Lue der Delfin, Nome die Schnecke, Marie die Puppe und dann noch irgendwie der Hund noch, ne? Irgendwie so ein Hund war da noch. Bello, der Hund, war das Bello? Was jetzt nicht, aber... Und ja, Marie die Puppe. Die werden uns alle noch begegnen. Die Tiere... Achso, nee, jetzt wieder sie hier. Die Tiere, die er genannt hat, waren einmal seine Haustiere. Er hat eine Schnecke als Haustier gehabt? Okay. Und ein Delfin auch als Haustier? Okay, naja. Ich verstehe jedoch nicht, was er mir sagen will. Ich weiß, dass du ein Fremder bist, aber würdest du nach meinem Vater suchen? Ja, das werde ich machen. Und dazu brauche ich auch diesen Pinsel. Muss ich, da... Damit kann ich ins Gemälde. Aber das wollen wir erst am nächsten Part machen. Diesen Part werde ich jetzt erstmal nochmal schnell speichern gehen. Und... Ja. Okay. Ja. Hallo. So. Und dann werden wir uns im nächsten Part wiedersehen. Bis dann und tschüss.